Und Müller hatte viel Zeit, sich umzudrehen im Strafraum, um die eigene Achse. Achtung noch einmal, Grabowski, Hoeneß, Müller überspielt Schmidt-Radner. Und hier hat Rettensteiner keine Möglichkeit gehabt. 29. Spielminute, 1:0 für die Bundesrepublik Deutschland. Torschütze Gerd Müller, sein 59. Länderspieltor und sein 4. Tor gegen Österreich. Aber es war ein typisches Müller-Tor, der den Ball mit dem Rücken zum Tor stehend praktisch angenommen hat, sich umgedreht hat und dann eingeschossen. Schmidt-Radner. Heute Vormittag hat die deutsche Mannschaft noch etwa eine Stunde leicht trainiert. Es wurden Ballübungen und Schussübungen gemacht. Und nachher meinte eben Müller, er hoffte heute auch im 4. Spiel gegen Österreich sein 4. Tor zu schießen. Und leider ist also seine Prognose aufgegangen. Helmut Kremers. Wieder Müller. Kremers. Und das schnelle Herauskommen, das fehlt uns, wenn die Deutschen den Ball verlieren. Ein ganz schneller, ein blitzschneller Konterschlag. Overath, Flohe. Krankl, Stering, Paritz. Hasil. Ja, Krankl. Overath. Overath und Hoeneß, das sind die Motoren in der Mannschaft und sie sind fast nicht zu halten. Und abseits wurde hier vom Linienrichter angezeigt und deshalb Freistoß für die Österreicher. Aber es ist so interessant, die Spielzüge der deutschen Mannschaft zu studieren. Wenn Overath am Ball ist, dann kann man fast 5:1 wetten, dass Flohe angespielt wird. Ist Hoeneß am Ball, dann würde ich ungefähr die Wette ebenso hoch anlegen, dass Müller angespielt wird. Sie werden sehen, wenn Sie darauf genau achten. Die Rivalität innerhalb der deutschen Mannschaft zwischen den großen Clubs, die ist ja vielleicht das größte Problem, das Teamkapitän Helmut Schön beschäftigt. Nicht, welche Spieler einsetzt, sondern wie schafft es also mit der Rivalität der Spieler der Clubs München, Köln oder Gladbach. Ein großer Mann fehlt ja, Günter Netzer, der jetzt bei Real Madrid spielt. Er ist verletzt und hier nicht dabei. Und deshalb kämpft also Overath hier, um also für die Weltmeisterschaft sich ein fix Leiberl zu erkämpfen. Horvath. Ball war schon im Seitenout.
Gries. Beckenbauer. Ja, und Stering mit der Nummer 11, also neben ihm. Also er macht das wirklich bisher recht gut. Und Franz Beckenbauer ist auch noch kaum mit nach vorne gegangen. Und Einwurf für die Bundesrepublik. Grabowski. Er stand auch einige Zeit nicht mehr als erste Wahl zur Debatte. Hat aber zurzeit jetzt wieder einmal Jupp Heynckes verdrängt. Heynckes, der in der Nationalmannschaft selten jene Form ausspielt, die er bei seinem Verein bei Gladbach spielt. Zu planlos wurde dieser Ball nach vorne gedroschen. Oberrat. Hoeneß. Breitensteiner. Hof. Hasil. Stering. Und Höttges. Oberrat. Oberrat, Hoeneß, das sind momentan also richtig einstudierte Spielzüge mit weiten, raumgreifenden Zuspielen über 30, 40 Meter. Hasil. Kreuz. Hof. Horvath. Zum dritten Mal ist Horvath mit nach vorne gegangen. Zum dritten Mal hat er schlecht abgespielt. Grabowski. Helmut Kremers. Müller. Und Erwin Kremers. Sechsunddreißigste Spielminute der ersten Spielhälfte. 1:0 führt die Bundesrepublik durch ein Tor von Gerd Müller. Die Wiederholung dieses Schusses von Erwin Kremers, der diesmal mit dem rechten Fuß geschossen hat, und er ist auch kein echter Linksaußen gewesen. Er hat seinerzeit immer nur einen rechten Fuß gehabt und man hat ihn aber immer als Linksaußen dann eingesetzt und er hat sich das also dann so dazugelernt, auch noch mit dem linken Fuß, aber er schießt viele Tore eben dann im entscheidenden Moment doch mit dem rechten Fuß. Schmidt-Radner. Aber das Abspiel Kranke. Flohe. Und wieder zum dritten Mal innerhalb von vielleicht 3-4 Minuten die Situation. Oberrat, Hoeneß, und Hoeneß in Rechtsaußenposition. Und hier müsste also Hasil mitgehen. Er muss mitgehen, er kann nicht im Mittelfeld warten und stehen bleiben, fast möchte man sagen. Manchmal, er macht es wie Edmeier, der sich dann freistellt, wenn der Gegner angreift. Ich meine, Hasil erfüllt sicherlich in der Offensive seine Aufgabe. Er hält den Ball, das bringt also sicherlich auch viel Zeit und Entlastungsmomente, aber in der Defensive ist dann immer größte Gefahr. Und Spieler wie Hoeneß und Oberrat, denen darf man möglichst keinen Zentimeter Spielraum lassen.
Horst-Dieter Höttges von Werder Bremen. Oberrat. Wo ist Hof? Kremers. Gries. Ja, nicht Freistoß anscheinend für Österreich, sondern gegen uns. Indirekter Freistoß gegen Österreich. Schmidt-Radner. Und gestrecktes Bein. Diesmal von Weber und Freistoß für Österreich. Kleff. Nochmal 5 Minuten in der ersten Spielhälfte. Ein recht schnelles Spiel an und für sich, bei dem wir mit dem, was wir bisher also gesehen haben, aufgrund des letzten Spieles einfach nicht unzufrieden sein dürfen. Unsere Mannschaft hat viele taktische Aufgaben richtig erfüllt. Nur im Mittelfeld, da hapert es einfach. Hoeneß und Oberrat können nicht ausgeschaltet werden. Sehr gut bisher Rettensteiner. Überraschend stark auch Krieger nach anfänglichen Schwierigkeiten gegen Kremers. Und ich muss auch sagen, die Aufgabe von Stering war bisher auch sehr gut. Hier muss man auch sagen, dass hier Stasny meiner Meinung nach richtig gehandelt hat, Beckenbauer in der Abwehr doch einigermaßen zu binden. Aber im Mittelfeld schalten und walten eben Oberrat und Hoeneß zeitweise nach Belieben. Und das ist das Entscheidende, das ist jenes Übergewicht. Auch Helmut Schön hatte vor diesem Spiel, und er hat nach wie vor Probleme, denn in diesem Jahr ging es bisher gar nicht so gut. 3 Niederlagen für die deutsche Nationalmannschaft, alle 3 in der Bundesrepublik. Das hat schon lange nicht mehr gegeben. Freistoß für Österreich, Foul an Paritz von Höttges. Das schnelle Abspiel auch bei einem Freistoß, das würde also fehlen. Hof. Und Stering wollte schießen. Weber hat hier gehalten. Und Möglichkeit und Greff im Nachsetzen. Schade. Krank. Kreuz war da und hätte hier sicherlich zum Ausgleich nur mehr Abstaub müssen, aber ein unwahrscheinlicher Reflex von Wolfgang Kleff. Aber das ist eben jenes Mehr, das einen klasse Tormann auszeichnet, und Wolfgang Kleff von Borussia Mönchengladbach ist eben ein Tormann der absoluten Spitzenklasse. Das sieht man in diesen wenigen Szenen. Einem anderen Tormann hätte man gar nicht viel Schuld geben können bei diesem rutschigen Ball, auf diesem tiefen Boden, bei diesem scharfen Schuss, aber dieser Reflex. Matchuhr gibt es noch keine im Niedersachsenstadion. Also die Generalprobe mit ganz kleinen Schönheitsfehlern noch. Aber man hat ja noch Zeit bis Juni nächsten Jahres. Ein Versuch mit untauglichen Mitteln Hoeneß hier zu stoppen. Hoeneß, Müller, Hoeneß und Eckball. Eckball Nummer 5. Fast kein Mensch, fast eine Maschine, wenn man Hoeneß hier kämpfen sieht. Und Nummer 6. Nur mehr eine Minute, aufpassen, jetzt nur kein Tor mehr, kein zweites Tor vor der Pause.
Ja, und Missverständnisse gibt es natürlich auch beim Gegner. Chancen hatten wir sogar in diesem Spiel. Eine ganz große durch Stering, der allerdings dann nicht scharf genug geschossen hat. Und dann gab es auch noch eine Möglichkeit für Krankl und zuletzt für Kreuz. Aber hier konnte Kreuz nichts machen, denn Kleff hat den Ball eben noch weggeschlagen. Stering. Paritz. Stering. Und gut. Oberrat, Kremers und Foul von Krieger. Genau 45 Minuten sind gespielt, aber dieser Freistoß wird noch ausgeführt. Weber und Tor! Mein Gott, so etwas! Wolfgang Weber. ...2:0, praktisch mit dem Halbzeitpfiff. Oberrat hat ihn eingeflankt und praktisch mit dem seitlichen Teil des Fußes abgefälscht von Wolfgang Weber ins Tor. Ein Tor, wenn Sie sich zurückerinnern, wie es Weber 1966 im Weltmeisterschaftsfinale gegen England geschossen hat, als er für die deutsche Mannschaft in der letzten Sekunde den Ausgleich geschossen hat. Im Nachspiel wurde allerdings dann England Weltmeister. Ja, über der Zeit, wir haben genau mitgestoppt, bereits 46 Minuten, also dieser zweite Treffer fiel nach der 45. Minute, aber Schiedsrichter Delcour hat eingerechnet. Und jetzt der Halbzeitpfiff, 2:0 führt die Bundesrepublik Deutschland gegen Österreich im Niedersachsenstadion durch Tore von Müller und Weber. Und wir melden uns zu Beginn der zweiten Spielhälfte wieder. Bernhard Kümmerling aus Hannover, in einer sehr ernsten Angelegenheit müssen Sie jetzt sofort hierher zur Sprechstelle kommen. Herr Bernhard Kümmerling aus Hannover, bitte ganz, ganz dringend zur Sprechstelle. In diesem Augenblick begonnen kein Wechsel in der österreichischen Mannschaft, etwas überraschend. Wechsel dafür bei der deutschen Mannschaft. Anstelle von Beckenbauer, der Kölner Kullmann. Deutschland jetzt von rechts nach links. Foul an Weber. Beckenbauer laboriert ja schon seit einigen Wochen an einer Verletzung im Oberschenkel. Spielte deshalb sehr oft auch mit bandagierten Beinen. Hat die Verletzung nie ganz auskurieren können und deshalb hat ihn Schön also hier jetzt nach 45 Minuten rausgenommen. Müller. Grabowski. Eckball Nummer 7. Die Nummer 7, Grabowski, schießt übrigens alle Eckbälle. Nach wie vor regnet es hier in Hannover. Müller. Müller und sein Schatten Schmidtradner. Die Wiederholung. Schmidtradner ist nicht hoch genug gesprungen. Er stand besser als Müller. Müller im richtigen Moment. Aber Gott sei Dank also kein Kopfball. Marke Müller. Helmut Schön nützt natürlich die Möglichkeit aus, drei Spieler zu wechseln. Einen musste er zwangsläufig gleich nach Beginn einwechseln, nämlich Helmut Kremers statt dem verletzten Jupp Kapellmann. Und dieser Wechsel jetzt Beckenbauer gegen Kullmann war sicherlich geplant, denn für die Weltmeisterschaft
will man ja und will vor allem schön alle Spieler, die für den großen Kader in Frage kommen, eben einsetzen in Länderspielen. Das war Kullmann. Bernd Kullmann. Hoeneß. Kullmann. Stering. Hoeneß. Und Rettensteiner. Ich bin gespannt, ob Stering jetzt auch Kullmann in der Abwehr binden muss. Schlecht wäre es sicher nicht, denn auch Kullmann ist ein dynamischer Libero, der gerne mit in den Angriff vorgeht. Hasil. Genau zum Gegner. Kremers. Schauen Sie, wie viel Kremers schneller ist. Und das könnte die gelbe Karte möglicherweise werden. Jawohl. Gelbe Karte für Krieger. Nach Hof hat also jetzt auch Krieger die gelbe Karte bekommen. Es war aber auch schon das dritte Foul von Krieger, das dritte innerhalb kürzester Zeit, zwei knapp vor Ende der ersten Spielhälfte und jetzt. Grabowski, Müller, Tor! Alle haben zugesehen, alle haben gewartet und Müller brauchte ja gar nicht besonders springen. Zunächst der Freistoß, wieder Oberrat. Grabowski, die Österreicher laufen heraus. Müller, Kopfball genau ins Kreuz. Wieder keine Möglichkeit für den Torwart. 3:0 für die Bundesrepublik. Gerd Müller, sein 60. Tor in der deutschen Fußballnationalmannschaft. In der vierten Minute der zweiten Spielhälfte. Helmut Kremers. Erwin Kremers. Oberrat, Müller, Höttges, Rettensteiner, Helmut Kremers hat geschossen. Erwin Kremers, aber abseits. Jeglicher Druck, der in den ersten 45 Minuten ja auch nur sporadisch da war, der fehlt momentan.
Und Freistoß für Österreich. Hasil. Viel zu weit. Kremers, Rettensteiner. Für Österreich kann es hier ja jetzt in der verbleibenden Spielzeit nur noch ein Rückzugsgefecht werden. Man kann nur versuchen, also eine noch höhere Niederlage zu vermeiden. Viel mehr scheint nicht drinnen. Und an die Stange! Ja, ich möchte lieber öfters es in diesem Sinne verschreien und wir schießen dann Tore. Hier war auch jetzt Wolfgang Kleff plötzlich überrascht. Und an die Stange. Aber immerhin, man sieht also mit diesen Szenen, es geht, es könnte ja gehen, vielleicht könnten wir doch einen Treffer erzielen. Und Rettensteiner. Zwei, drei große Chancen haben wir in diesem Spiel gehabt. Foul von Kreuz. Foul an Overath und diese Freistöße, die sind immer sehr gefährlich. Wolfgang Overath. Rettensteiner. Und abseits.